Hallo, hallo Oskar. Was machen wir denn heute? Um die Augenschleimhaut zu beurteilen, müssen Sie Ihre Daumen, den einen auf das untere Lid und den anderen aufs obere Lid legen. Das Unterlid können Sie dadurch runterziehen und man macht sich das dritte Augenlid zunutze, indem man mit dem oberen Daumen auf den Augapfel drückt und das dritte Augenlid sich vorschiebt. Damit kann man sehr gut die Schleimhaut des Auges beurteilen. Hier geringgradig gerötet und so kann man da auch sehr gut die Farbe beurteilen. Entschuldige. Die Maulschleimhaut kann man beurteilen, indem man die Lefze hochzieht und sich hier an der Oberlippe quasi die Schleimhaut anschaut und die Kapillarfüllungszeit sich zunutze macht, um zu schauen, wie gut der Kreislauf ist. Die Kapillarfüllungszeit ist die Zeit, die es braucht, diese Stelle, die ich hier jetzt abdrücke, wieder rot werden zu lassen. Das sind die kleinsten Gefäße, die von mir jetzt kurz abgedrückt werden und der Kreislauf pumpt dann wieder Blut hinein und bringt da wieder die rosa Färbung hinein. Die sollte maximal 2 Sekunden sein. Ist sie länger, wird es langsamer wieder rosa, dann ist der Kreislauf wieder etwas schwächer und kann man so beurteilen. Die Temperatur misst man hinten beim After. Man kann ein ganz herkömmliches Fieberthermometer nehmen. Das funktioniert ganz gut. Bleibst du bitte stehen. Fettet das ein bisschen ein, damit es rutschig ist. Mit was fette ich das ein? Mit Vaseline zum Beispiel oder einer anderen Creme, die auf die Schleimhaut darf. Und dann nimmt man sich den Schwanz, hebt ihn in die Höhe. Schaut, dass man die Rosette des Afters gut sieht, damit man nicht irgendwo in einer Schleimhautfalte hängen bleibt und geht waagrecht in das Darmrohr hinein. Man kann circa 1-2 cm hineingehen, weil das Darmrohr schön parallel im Becken liegt und hier auch nichts passieren kann. Das heißt, Sie können es sehr schön parallel da hineingeben. Wie weit gehe ich da etwa rein? 1-2 cm geht das schon, je nachdem wie groß der Hund natürlich ist, ja, können Sie das sehr gut reingeben. Wenn Sie in einer Schleimhautfalte hängen bleiben würden, würde es gar nicht funktionieren und die Abwehrbewegungen des Hundes wären dann wirklich, daran wäre das zu erkennen, dass also Sie mit dem Thermometer nicht in das Darmrohr hineinkommen. Es gibt noch einen Trick, am besten ist es vorher das Thermometer aufdrehen, damit Sie, wenn Sie den Thermometer endlich drinnen haben, auch schon aufgedreht haben, weil es ist ja manchmal eine gewisse Herausforderung, Fieber zu messen oder Temperatur zu messen bei den Tieren. Und dadurch haben Sie dann diesen Punkt, diesen unsicheren Punkt, ja, komm, du bleibst ein bisschen stehen. Ja. Normale Temperatur ist so zwischen 38 und 39 oder 38,8 bei Hunden, bei größeren Hunden. Das heißt, es geht ihm gut, er ist nicht aufgeregt, er hat zurzeit kein Fieber. Die Hautelastizität kann man auch sehr gut beurteilen, indem man hier im Nacken- und Schulterbereich die Hautfalte hochzieht und dann auslässt und verstreichen lässt. Verstreicht sie schnell, ist der Wasserhaushalt in Ordnung. Bei Durchfall und Erbrechen zum Beispiel, auch bei so kleinen Welpen, wo das sehr rasch gehen kann, ist das ein Indikator oder ein Hinweis darauf, dass ein Flüssigkeitsverlust besteht. Das heißt, es verstreicht diese Hautfalte nur ganz langsam. Auch bei Nierenerkrankungen, wo das Ganze nicht so gut funktioniert, kann es natürlich sein, dass die Hautfalte auch langsam verstreicht.